Berg und natürlich, aber grüß euch. Ja, Bergwechsel ist wieder einmal unterwegs, mein Eng. Ja, und wo bin ich da heute? Ich bin heute in Salzkammergut. Besser gesagt auf der Postalm herum. Postalm, die liegt auf ca. 1150 Meter. Und ja, was habe ich heute viel? Heute mag ich da so eine feste Runde machen. Über den Labenberg und Pitschenberg. Schauen wir mal, wie das tut. Auch von der Schneelage, wir werden circa, ja, auf 1700 Meter können wir schon raus. Und ja, schauen wir, was das heute gibt. Ich mache mir auf jeden Fall einen Weg jetzt und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Und ja, ich habe gesagt, auf geht's, los geht's. Juhu! So, da sieht man es angeschrieben, Labenberg. Pitscherberg, da wo wir auch wollen. Und da an der großen Hütte geht es jetzt vorbei. Ja, und habt ihr gesehen, dann man geht da anfangs entlang so einem Bach oder Flussbett. Recht idyllisch, richtig angenehmes Wasser, wie es fließt. Und ja, ist übrigens ganz netter Weg da auf. Und man geht zur Wirtschaftsstraße, wird aber jetzt bald einmal dann zu einem normalen Wanderweg werden. Und ein bisschen Höhenmeter haben wir jetzt schon gemacht. Und ja, geht's weiter Richtung Labenberg. Ja, der Labenberg ist übrigens 1642 Meter hoch. Bisher werden wir noch in Schneeberührung kommen. Aber nicht den Schirch zugehen. Kriegen wir schon, wenn wir drum sind, einmal die ersten Ausblicke genießen dürfen. Ja, jetzt sind wir da aus dem Wald ein bisschen rausgekommen und sind wir da schon auf der Hochfläche, kann man sagen. Schnee liegt auch noch ein bisschen was. So, da kann man schon fest auf unser eigentlich erstes Gipfelziel aufsehen. So, da hat man jetzt einmal eine Beschilderung. Und da kann man es eh schon lesen. Labenberg. 1642 Meter, 50 Minuten, das war genau der Biche da hinten und da hat man jetzt schon, dass wir aufkommen.
einen feschen Ausblick auf die Wunde, schönen Almböden auf der Postalm. Da hinten sieht man übrigens das Wieslerhorn. Habe ich auch schon ein Video gemacht, das werde ich eigentlich verlinken. Erster Frühlingsenzian kommt auch schon raus. Ja, mein Hut. Ab 6 Jahren den hole ich jetzt auch schon wieder mal auf. Passt gut jetzt von den Temperaturen her. Und bis jetzt ist das eine wirklich wunderschöne Wanderung. Fesche Aussichten. Bin schon gespannt am Gipfel. Weil den werden wir jetzt bald einmal erreicht haben. Da hat man eine wunderschöne Aussicht zum Dachstamm, zur Bischofsmütze. Herrlich. So, jetzt haben wir nicht mehr soweit, ca. 10 Minuten. Dann sind wir schon auf unseren ersten Gipfel drum. Jawohl, da haben wir schon das Gipfelkreuz. Ja, Bergheil am Labenberg auf 1642 Meter. Juhu! Bei einer herrlichen Aussicht. Gamsfeld, Dachstein, Bischofsmützen.
Ja, brutale Aussicht. Herrlich. Ja, ich werde jetzt ein bisschen Jausen machen und dabei zeige ich euch ein paar Aufnahmen aus der Luft, bevor es dann weitergeht auf unser zweites Gipfelziel. Da brauchen wir schon noch ja, leicht und locker noch 2 Stunden und mehr, bis wir dort rum sind. Auf geht's! Ja, und beim Aufgehen haben wir da ein fesches Schnürfädel gehabt. Ja, und was heißt das? So ein gutes Schnürfädel, ja, nix wie Oche, oder? Juhu! Boah! Schön einen Kipfler gemacht! Boah. Ah, hätten Spaß! Ah, was für ein Spaß! 50, 60, 70 Kilometer schön in einer Minute angestiegen! Brutal einfach! Brutale Abfahrt! Jawohl!
bin da jetzt am Schirger wieder bei den Almhüttner unten und ja, machen wir gleich einmal einen Weg zu unserem nächsten, zweiten und somit der letzten Gipfelziel für heute. Da haben wir jetzt circa eine Stunde zum Gehen und ja, nichts wie weiter. Da warten wir jetzt bei der Pitscherbergalm, ca. 1450 Meter, herrlichen Ausblick. Und da sieht man fest schon mal auf dem Berg, wo wir vorher drum waren. Und wenn das die Pitscheralm ist, dann ist es naheliegend, dass wir jetzt dann am Pitscherkugel raufgehen. 1720 Meter ist der hoch. Und ja, so circa 300 Höhenmeter knapp haben wir jetzt noch zu schaffen. Merkt man aber nicht ganz in einer Stunde, wird man drum sein. Ja, mit denen habe ich jetzt noch gar nicht mehr so gerechnet, dass da noch so ein Schnee hinterliegt. Aber ja, auch halb so gut. So, jetzt geht es da noch das steile Schneeviertel habe ich. Puh. Ja, 10 Minuten, Viertelstunde sind wir am Gipfel da. Ja, es sind doch noch einige Schneefelder sind gewesen, aber nichts Gefährliches. Nichts, was rutscht werden kommt, alles im sicheren Bereich. Nur dann, Gipfelgeiz zum Greifen noch.
Jawohl, Bergheil am Bietscherberg auf 1720 Meter. Juhu! Oh, jetzt ist ganz schön zart drauf. Jetzt. So, und da hat man, wie gesagt, jetzt und drüben ist noch das Wieserhörndl. Da werde ich das Video dazu verlinken. Mein fashion Ausblick Wolfgangsee, Schofberg ganz hinten. Herrlich. Ja, liebe Berg- und Naturliebhaber, wir sind jetzt am Ende vom Video angekommen. Ich glaube, das war wirklich ein fescher Reis über zwei Gipfel. Circa an die 800 Höhenmeter haben wir gemacht. Und ja, ich möchte mich somit bedanken fürs Dranbleiben, Zuschauen, mithatschen und dabei sein. Da lasst ein kostenloses Abo, aktiviert sich Klingel, dann versammelt ihr kein einziges Video mehr. Daumen nach oben, dann freue ich mich genauso. Und ja, ich genieße jetzt noch die Aussicht. Und ja, besten Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei der nächsten Tour, wenn der Bergfechsel wieder unterwegs ist. Also bis zum nächsten Mal, macht es gut, gesund bleiben, fertig. Juhu! Ich genieße jetzt noch die Aussicht.